Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Force of Nature. Wir haben das letzte Mal angefangen, dass wir das Dynamit herstellen. Mir fehlen natürlich noch einige Sachen als Zutaten. Und von daher wollte ich jetzt einfach mal losziehen und mir noch ein bisschen Leinenstoff ansäen. Genau, dafür nehme ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Leinenstoff raus. Ich denke, Samen raus. Ich denke mal 50 reichen, oder? 4, 8, 12. Okay, ich nehme mal alle Leinensamen raus. Und natürlich dann auch das Wasser dementsprechend. Das können ja meine guten Geister dann auch wieder ein bisschen bearbeiten hier. Und würde sagen, wir... Ja. Wir pflanzen jetzt erst einmal das Zeug an. Das machen wir jetzt einmal als erstes. Weil wir brauchen nämlich Seile. Und das nicht zu knapp. So, soll ich... Erntemenge plus 10. Komm, machen wir jetzt... Machen wir jetzt einfach mal, dass wir den Dünger mit verballern. Kann ich mir auch wieder herstellen. Ich habe ja genug Weizen. Also ich habe wirklich genug Weizen. So viel, dass ich ihn dann eigentlich schon wieder wegschmeiß. Aber aktuell brauchen wir einfach ein bisschen Leinsamen, Leinen für Seile. Dass ich hier diese Sicherungskabel herstellen kann. So, ich würde auch sagen, wir gehen auch bei den Tieren mal vorbei und verpflegen die so ein kleines bisschen, sofern das geht. Und sammeln auf jeden Fall mal den Mist ein, den die produziert haben. Weil dann können wir nämlich auch schon wieder Dünger herstellen. Oder besser vielleicht sogar noch Salpeter. Weil den werden wir nämlich eher brauchen. So, schauen wir gleich mal. Hier, zack, nachfüllen. So, ihr Schäflein, gebt mir euer Wolle. So, zack, zack, zack. Das da noch einsammeln. Passt, dann sollte auch so langsam Leinen wieder fertig sein. Ah, noch nicht ganz, aber ist in Ordnung. Können wir uns gleich nochmal das... Okay, kein Wasser holen. Kompostbehälter. Wir haben hier auf jeden Fall genug Zeug. Jawohl, können wir gleich nochmal herstellen. Passt. Da können wir jetzt nicht so viel herstellen, aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall schon wieder Dünger. Da ist jetzt das Leinsamen fertig, also... 80 da rein. Und 80 dort rein. Also zwei Runden sollte ich jetzt halt mindestens machen. So. Weil dann können die nämlich auch gleich Seile herstellen. Das werden wir jetzt ja dann noch einmal durch die Gehege gehen. Und den ganzen Mist einsammeln. Und wenn wir das haben, dann geben wir die Leinenpflanzen gleich an die Werkbank, dass die Seile herstellen können. Doch, hat schon gepflanzt. Zack, 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 zack. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Sekunde. Gehen wir halt mal ganz kurz an unseren Vorrat. Ja, vorher bin ich dann immer rumgerannt und hatte so viel Wasser. Weil die Geister sonst nichts zu tun hatten und eben nur... kann man das abbrechen? Naja, ist egal. Ist ganz egal. So. Doch Leinen. Viermal. Jawohl, passt schon. Zack. So. Dann haben wir da auf jeden Fall schon wieder. Dann können wir hier noch ein bisschen einsammeln.
hasse es, wenn ich dann doch aufs Tier komme und sich dieses Menü öffnet. So. Lasst mich durch, lasst mich durch. So, laufen wir schnell zur Werkstatt. Bis dahin sollten dann auch die Leinenzart wieder fertig sein. So, Werkbank, hallo. 50, 50, 50. Es geht aber schnell. Wahnsinn. Ja, lass mal die machen. Das passt schon. So, dann würde ich sagen, jetzt nochmal Leinensamen einsammeln, aber eben wieder meinen Weizen ansetzen. Obwohl, ich könnte gleich nochmal Leinen machen. Ich habe eh schon so wenig, gerade im Moment. Und können wir das gerne nochmal anpflanzen. Das passt dann schon. Warte mal, da tue ich gleich bei den Samen nochmal einen 100er Stack Leinsamen rein. Dass wir das haben. Hier nochmal. So. Genau. Und Kartoffeln müsste ich auch nochmal anpflanzen. Gerade für die Gerichte. Leinen 4. Jawohl. Sind zwar nur noch ein paar von den Düngern da, aber es macht nichts. Stört mich überhaupt nicht. So. Jetzt pflanze ich aber nur an. Also, das war's jetzt dann. Dann verräume ich das Zeug und hole mir die Seile. Und dann können wir nämlich da weitermachen, dass wir das Dynamit auf jeden Fall noch schaffen. Weil ich würde nämlich schon gerne noch das ein oder andere Höhlchen aufsprengen. Gut, damit haben wir das. Wir schauen nach, ob ich hier noch irgendwas reintun kann. Die Weizensamen sind voll. Weizen ist auch voll. Baumwollsamen egal. Baumwolle auch egal. Leinsamen, die kann ich auf jeden Fall aufheben. Noch was? Nö. Ach, das ist Erde. Ach so. Ja, dann muss ich ja eigentlich doch nochmal rum. Komm, dann laufen wir noch einmal rum. Ich habe noch genug Zeug einstecken. Wasser bloß nicht mehr so viel. Hole ich mir nochmal schnell aus der Kiste. Das macht nichts. Weil die sind so schnell am Produzieren. Mit dem ganzen Zeug. So, da nehmt ihr raus. Dann würde ich sagen, tue ich euch mal... Aber was ist da noch? Ne, der ist noch voll. So, da nehmen sie von beiden Dingen weg. Alles klar. Die nochmal auffüllen. Halt. Schauen wir mal, was da noch. Da ist auch nichts mehr drin. Okay, macht aber nichts, wie gesagt. Die haben wir genug. So. Wir hauen die Federn hier rein. Wir hauen die Wolle da rein. Eier und Milch kommen wieder in den... hier mit rein. Milch. Eier. So.
So, dann gehen wir gleich nochmal hoch zur Werkstatt. Ich denke mal, dass die Seile schon durchgelaufen sind, so schnell wie die gerannt haben. Jo, lass mal einfach mal laufen. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Seile. Wir gehen mal an den Alchemietisch, weil wir brauchen Sicherungskabel und zwar insgesamt für 3x15. 10 können wir herstellen. Ach, wegen dem Schwarzpulver, ne? Halt, warte mal. Du hast doch das Schwarzpulver da drin, oder nicht? Na klar. Schwarzpulver ist da drin. So, ich brauche aber nur noch 5 Stück dann. Dann passt es. So. Wir haben auf jeden Fall genügend von dem Nitro. Jetzt kommen noch die Seile dazu. Okay. Und das letzte. So, jetzt müssten wir eigentlich... Okay, wir können nur eins herstellen, weil... Achso, weil man das nur einzeln herstellen kann, ne? Gut. Wir können alle 3 machen. Wunderbar. Besser gesagt, die stellen das her. Ich verräume dann gleich nochmal das Zeug, dass ich es wieder weg habe. Werkbank nochmal schnell die... Seile durchlaufen lassen. Mehl, glaube ich, habe ich auch recht viel, ne? Ja, da brauche ich keins herstellen. Das ist ein Quatsch. Nee, ist nicht Salpeter. Seile, zum einen da rein. Leinen. So, den Schwefel tun wir hier mit rein. Schwarzpulver bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht einmal sicher mehr. Ich vergesse das die ganze Zeit. Da ist Asche. Ich tue auch mal das Schwarzpulver hier mit rein. Weil man braucht es ja für einen Alchemietisch. So, jetzt hast du den Kot vergessen, die Erde vergessen, das Wasser, Stahl, Eisen. Okay. Ja, während die die Dinger herstellen, schmeiße ich noch ein bisschen das Zeug hier weg. So. Halt, Wasser kann ich da rein tun. Essig weg. Hatte ich da noch irgendwas gebraucht? Nee, Nitro brauche ich ja nicht mehr. Ich habe ja... jetzt alles hergestellt, ne? Kann ich die Erde quasi hier reintun? Und dann kommt hier das Zeug hier rein. Warte mal, dann nehmen wir das da raus. Aber warte mal, ich kann doch Salpeter herstellen. Kot, ungereinigtes Wasser oder gereinigtes und Kohle. Ich hole mir nochmal Wasser, sorry dafür. Bisschen Umweg jetzt. Nee, warte, ich nehme das gereinigte. So.
So, wir nehmen uns das Zeug noch raus. Ich nehme mal nochmal einen Stapel mit raus. Dann können wir auf jeden Fall das hier rausnehmen. Salpeter, wie viel kannst du herstellen? 20? Nochmal 20? Jawohl. Was fehlt mir jetzt da? Ah, okay. Code fehlt. Alles klar. Na ja, gut, dann machen wir halt den letzten Rest. Ist ja egal. So, du kommst da rein. Und das lasse ich auch nochmal da drin. Das hier raus. Den Dünger. Warte mal, es bringt mir, glaube ich, gar nichts, ne? Wenn ich da zwei drin habe. So, jetzt habe ich da 30. Und da habe ich 50, warte mal. 12. Machen wir es so. Habe ich zwar da ein bisschen weniger drin, aber das ist egal. Hauptsache, es sind immer 4 pro Feld, ne? Gut, damit wären wir soweit. Wir schnappen uns einmal, wieder einen Umweg gelaufen, einmal die 3 Dynamits. Nice. Und das heißt, wir können auf jeden Fall los. So, das war die Höhle. Das war die Höhle. So, wir haben bei Sirius, dann müssen wir ja da, da und hier, die 3 Dynamit. Wir haben Andromeda und das passt eigentlich. Ich kann dann eventuell, keine Ahnung, was hier in der Mitte sein wird, aber ich denke mal, dass hier eventuell nochmal ein Geist ist. Weiß ich nicht. So, und wir gehen nach Sirius. Sirius war das letzte. Sirius ist das allerletzte. Genau. Einmal bitte Dynamit einsetzen. Dankeschön. Dann würde ich sagen, schauen wir doch auch direkt rein, oder? Das ist ja egal. Das nehmen wir natürlich wieder alles mit. Also ich denke mal, dass eben nur dieses Zeug drin ist in den Höhlen. Und dann eben diese komischen Statuen. Oder was auch immer das ist. So, warte mal. Die tue ich nach unten. Und die kommen dahin. Ich hoffe mal, dass ich 3 Stacks zusammenbekomme. Mal schauen. Eigentlich ist es nicht immer so schlecht, wenn ich vergiftet bin, weil es dann irgendwie heller ist. Halt. Nicht vergessen. Ausdauer. Leben geht noch.
Ach, schön. Ja, ich denke schon, dass ich da drei Stück zusammen bekomme. Da ist ja zum Beispiel nochmal einer. Mal schauen, wie groß die Höhle ist. Aber ich denke mal, die wird nicht größer oder kleiner sein wie die anderen. Wir haben ungefähr die gleiche Größe, ne? Es wäre jetzt halt nur die Frage, ob ich hier denn auch was finde, aber hier scheint es keinen Rundweg zu geben. Komm, iss. Also hier kann man jetzt vorstellen, dass wieder so ein Ding ist, ne? Was jetzt? Ah, ich habe keine Munition mehr. Moment. In der Ruhe liegt die Kraft, oder wie sagt man? Gut. Ui. Yes, also wir haben schon fast drei Stacks. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir werden natürlich noch sehr viel mehr brauchen. Weil man braucht ja, glaube ich, für einen Jadebarren mindestens zwei von den Dingern gemahlen in Pulver. So, schauen wir mal. Ich vermute jetzt mal, dass wir bald am Ende sind. Okay, also hier ist sonst nichts weiter. Dann rufe ich mal meinen guten Geist. Dann lassen wir uns einmal zurück teleportieren und kommen einfach nochmal daher. Übers Portal. Und dann schauen wir mal noch in die andere Höhle rein. Tu jetzt auch das Zeug nicht raus. So, nochmal nach Sirius bitte. So, also die Hammer, die ist leer. Ich bin auch sehr gespannt, was in der Mitte der Karte ist. So, einmal Dynamit bitte.
So, damit haben wir auf jeden Fall mehr wie 3. Das ist cool. Und die verlieren auch noch, also von daher. Also, dass wir so viel zusammenkriegen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Los, los, los. Oh, meine Ausdauer. Gut. Nice, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir so viel rauskriegen. Ich würde trotzdem sagen, wir hauen uns mal einen Muffin ins Gesicht und auch so ein Früchtedingsbums hier, so ein Baklava. Da zu Ende oder geht dann wie weit? Ach so, okay. Weiß man nicht immer, ne? Erst die Spinnis wegmachen und dann. Achso, das war schon wieder. Habe jetzt gedacht, da geht's weiter. Also schauen wir mal in den Weg auch noch rein. Yes. So. Gleich nochmal hier wieder auffüllen. Ich hab das zwar immer so ein bisschen im Augenwinkel, aber. Gut. Jo, das passt. Geh halt. Gut.
Ist definitiv gut, dieses Zeug hier, das Baklava, für die Ausdauer. Und es sind schon wieder in der Sackgasse. Hm. Ich schaue zwar auf die Karte, aber sehen tue ich jetzt nichts mehr. Im Grunde habe ich nichts verpasst jetzt. Und es fehlt nur noch eine Höhle. Aber vielleicht ist es auch nur die eine Figur in der ersten Höhle, die wir da gefunden haben. Das kann ja auch sein, ne? Das kann ja durchaus sein, weil die erste Höhle, die wir gefunden haben, hier ganz vorne, hier, da hatten wir ja die Figur drin, ne? Wir hatten jetzt da nichts drin, da nichts drin, da nichts drin. Das ist die letzte Höhle, die wir im Grunde aufmachen müssen. Und die würde ich sagen, machen wir zum nächsten Mal auch auf. Da können wir das nämlich auch hier lassen mit den Toren. Da haben wir die zwei Tore. Zu dem Ding müssen wir. Da müssen wir einfach nur nach Andromeda gehen. Deswegen hüpfen wir jetzt erst einmal nach Hause. So, bring mich bitte heim. Du weißt, wo mein Haus wohnt. Und dann werde ich im Grunde nur... mal ganz kurz hier leer machen, dass der dann auch wieder zurückkehrt. Und das ganze Zeug verballern. Und dann schauen wir uns mal noch an beim nächsten Mal, wie es ausguckt wegen Rüstung. Das wäre nämlich, glaube ich, auch ganz interessant. So, warte mal. Das sind zwar Klebstoffzutaten, aber ich komme sonst durcheinander. Ich muss das schon irgendwie in die Kisten immer reinpacken, wo ich es gerade habe im Moment. Weil sonst komme ich zu acht durcheinander. Ja, da haben wir auch viele davon. Yep. Ich bin auf jeden Fall begeistert von dem, wie es gerade aktuell läuft. Ich glaube, das war schon richtig auch, dass ich dann irgendwann mal umgestellt habe auf das... da. Auf das, dass die Gegner etwas schwächer sind. Weil so kommen wir dann doch ein bisschen schneller vorwärts. Das auf jeden Fall. Oh, warte mal, wir könnten doch mal schauen, ob man das da gleich... hier in die Mühle reinpfeifen können. Na, perfekt. Dann lassen wir das nämlich auch durchlaufen. Wunderbar. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich freue mich schon auf euch das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.